Ziemlich frisch und wechselhaft ist es auch heute und es gibt immer wieder auch Schauer und mit diesen Schauern gibt es auch sehr starke Windböen. Wie man sieht, hat es hier tatsächlich diesen großen Ast von dem Baum gerissen und auf dem Brocken im Harz gab es bei 2 Grad sogar Schneeregen. Und wie man auf der Karte sehen kann, ist es generell in Deutschland sehr unterkühlt. Die Temperaturen erinnern eher an einen April statt Ende Juni. Wir sind im Wellenfreibad Markwasen in Reutlingen und hier spürt man das schlechte Wetter natürlich deutlich an den Besucherzahlen. Gerade mal 2 Schwimmer sind hier unterwegs, denen das schlechte Wetter nichts ausmacht. Immerhin, das Wasser hat eine Temperatur von 23,1 Grad und die Lufttemperatur liegt derzeit bei 15 Grad. Also ist das Wasser 8 Grad wärmer als die Luft. Deswegen lohnt es sich doch, hier in das warme Wasser zu springen. Warum ist es derzeit eigentlich so kalt? Das kann man anhand der Wetterkarte gut erkennen. Wir haben es mit einer typischen Wetterlage zu tun, bei der wir auf der Rückseite eines Tiefdruckgebietes liegen, das sich derzeit über Vorpommern befindet. Dahinter strömt feuchte und kalte Atlantikluft zu uns nach Mitteleuropa. Auch Eisdielen sind natürlich vom Sommerwetter abhängig. Hier bei Hubis Eissalon und Kaffeehaus in Reutlingen hat man sich aber auch auf schlechtes Wetter eingerichtet, indem man hier auch andere Köstlichkeiten und Kaffee anbietet. Und das kann man hier im Inneren genießen. Trotzdem sind sie natürlich auch abhängig vom Wetter. Und wenn es draußen schlecht ist, läuft wahrscheinlich auch der Umsatz sehr schlecht, oder? Ja klar, wir merken am Wetter, wie viele Leute kommen. Und das merkt man natürlich auch im Umsatz. Wir hatten jetzt eine nicht so gute Woche, aber wir sind optimistisch gestimmt, was das Wetter angeht. Es wird wieder Sommer. In den nächsten Tagen soll es beim Wetter aber wieder bergaufwärts gehen. Alle Infos dazu wie immer im Wetterticker. Ich bin Marco Kaschuba für Wetter Online.